Hallo, mein lieber Fisch. Willkommen zu deiner Du und dein Gegenüberlegung auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich schaue mir jetzt hier gleich mit dem Tarot an, wie eure Energien in den nächsten 3 bis 4 Wochen zueinander sind. Wir schauen uns die Kopfebene, Herzebene an. Ein Tipp des Tarots an dich. Eine Aktion, vielleicht Aktion deines Gegenübers, womit du potenziell rechnen darfst. Und ich freue mich sehr auf diese Legung. Die Legung ist zeitlos. Das bedeutet, sie ist dann gültig, wenn du sie findest, das Video anklickst, dir diese Legung anschaust und in Resonanz gehst. Genau, wie bei allen anderen Legungen handelt es sich hier um eine kollektive Kartenlegung, um eine YouTube-Legung, um keine persönliche Legung, um keine Legung, die auf dich persönlich zugeschnitten ist. Wenn du eine persönliche Legung möchtest, klicke gerne auf die Infobox unterhalb des Videos. Dort hast du alle Infos, wie du eine Legung bei mir buchen kannst. Aber trotzdem denke ich auch immer in solchen Kollektivlegungen, wenn du auf das Video klickst, war das nicht ohne Grund. Und irgendeine Botschaft wird hier für dich sicherlich versteckt sein. Und dann starten wir auch. Und ich bitte das Universum um klare Botschaften für meine Fische. Stopp. Auf der linken Seite liegst du, auf der rechten Seite dein Gegenüber. Das ist die Kopfebene. Dann schauen wir uns die Herzebene an. Ein Tipp des Tarots, womit darfst du rechnen? Eure gemeinsame Energie, geteilte Energie und die Energie, die euch aktuell trennt. Okay, starten wir mit deiner Kopfebene. Und da ist, glaube ich, ganz schön viel los. Mit dem Magier nehme ich hier direkt diese Energie wahr, dass du entweder überlegst, aktiv zu werden, überlegst, was du tun kannst, um möglicherweise eure Situation zu verändern, zu verbessern, um an dein Ziel zu kommen. Es kann durchaus sein, dass du hier auch so ein bisschen in die Trickkiste greifst, und ja, so ein wenig weibliche Manipulation, nutzt, um ja, das zu erreichen, was du dir wünschst, um das zu bekommen, was du dir wünschst. Ich nehme hier wahr, dass du dir Gedanken darüber machst, dass hier auf jeden Fall Aktion und Handlung nötig ist, dass sie aber beide oder zumindestens du diese Fähigkeiten besitzt, etwas hier voranzutreiben und zu investieren. Ich habe gerade eben unter dem Deck die 5 der Stäbe gesehen. Die sprechen hier für mich in Kombination mit dem Magier vielleicht für einen inneren Konflikt. Vielleicht traust du es deinem Gegenüber nicht zu, dass er aktiv wird. Vielleicht fehlt dir hier so ein Stück weit das Vertrauen, dass dein Gegenüber hier in die Handlung kommt und die notwendigen Schritte oder Wege einleitet, die für euch gerade Stand jetzt wichtig sind. Aber wir schauen uns mal die Kopfebene deines Menschen an. Okay, oh, der Teufel.
Es ist durchaus möglich, dass es sich hier um, also ich habe ja hier gerade von Manipulation gesprochen und der Teufel ist auch eine wunderschöne Karte der Manipulation, der Verführung, der Toxik, der ungesunden Lebens- und Verhaltensweisen. Und vielleicht gibt es hier eine Situation, aus der ihr oder einer von euch sich befreien muss. Das kann eine ungesunde Lebensweise sein, das kann der Konsum sein von Dingen, das kann eine ungesunde, toxische Charaktereigenschaft sein. Und ich glaube, dass du hier sehr viel investierst oder investierst hast, um diese Situation zwischen euch aufzulösen. Möglicherweise kommst du hier aber nicht weiter. So ist der Eindruck, den ich habe. Ich werde den Teufel mal vertiefen. Ja, hier stehen, ich nehme hier halt. Ja, ich nehme hier so, ich nehme Konflikte hier wahr. Ich nehme Konflikte wahr. Ich nehme aber hier auch wahr, dass jemand so ein bisschen vielleicht sich weigert, in die Heilung zu gehen. Irgendetwas aufzuarbeiten, zu verarbeiten, anzuerkennen, umzuwandeln. Hier hält jemand, glaube ich, sehr stark an Verhaltensweisen oder Situationen feste, die für ihn mit Genuss zu tun haben, mit Erfüllung zu tun haben, die vielleicht aber auch einfach bequem sind und diese Menschen hier eine gewisse Komfortzone bieten. Das ist das, was ich hier wahrnehme auf Kopfebene. Dieser Mensch weiß, dass hier Heilung und Veränderung erforderlich ist. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht angegangen wird. Also, dass diese Heilung, Genesung, Veränderung, das wird hier so ein bisschen abgewehrt und verweigert, weil das, was dieser Mensch mit dieser Situation, die störend ist, verbindet, als vielleicht auch ein Stück weit angenehm empfindet. Du wünschst dir hier aber Veränderung auf Kopfebene, du hast innere Konflikte, du hast schon viel gegeben. Du hast viel versucht, du hast geredet, ich glaube, du hast Emotionen hinein investiert, Zeit, Geduld, Geld. Vielleicht ist deine Geduld jetzt ein Stück weit hier auch am Ende. Was sagt denn dein Herz? Ja, du wünschst dir hier so einen Neustart eurer Liebe, eurer Verbindung mit Stabilität. Du wünschst dir hier Versöhnung, du wünschst dir eine ja, Zusammenführung eurer Herzen und ich glaube, es gibt etwas, was dies verhindert. Der Mensch, auf den du hier schaust, auf Herzebene, hat viel Leidenschaft für dich, ein großes sexuelles Interesse. Mit der Königin der Münzen nehme ich hier wahr, dass diesem Menschen durchaus bewusst ist, dass du dich nach Stabilität und nach Beständigkeit sehnst, dass du dich danach sehnst, diese verzwickte, konfliktreiche Situation, toxische Situation, wo vielleicht auch noch eine weitere Person eine Rolle spielt, dass du das hier in die Auflösung bringen möchtest. Ich habe aber hier den Eindruck, ja, dass mit der Hohepriesterin nehme ich hier tatsächlich wahr, entweder eine zweite Energie, eine zweite Person. Irgendetwas gibt es hier, was Geheimnisvolles, Reizvolles, was dieser Mensch zusätzlich zu dir hier ins Auge gefasst hat. Und
wo er nicht von ablassen kann. Zu dir nimmt er eine große Leidenschaft wahr, Stabilität aber auch wahr, die du dir wünschst, die du in die Umsetzung bringen möchtest. Was fühlt er denn? Und schon wieder eine Dreierkarte und noch eine Dreierkarte. Dieser Mensch ist hin und her gerissen zwischen ungesunden Verhaltenslebensweisen und Stabilität. Hier kann sich jemand, glaube ich, momentan nicht entscheiden. Hier ist jemand sehr zwiegespalten. Es muss nicht unbedingt eine dritte Person sein. Ich habe das hier oben gesagt. Der Teufel spricht für so viele Dinge und das wird für jeden von euch individuell sein. Das kann der Konsum sein von zu viel Drinks, von anderen Substanzen, von Videospielen, von was auch immer. Es kann natürlich auch der Konsum von Leidenschaft zu anderen Personen sein. Ich drücke es mal vorsichtig so aus. Und hier fällt es jemandem unfassbar schwer, sich davon zu lösen und zu trennen. Diese Situation hier oben auf Kopfebene in Kombi mit der Hohepriesterin, die ist sehr reizvoll für diesen Menschen. Emotionen in Form von Liebe, wie diese Kelche auf deiner Seite, nehme ich hier nicht wahr. Ich nehme eher hier eine Zwiespältigkeit wahr, eine Hin- und Hergerissenheit zwischen dir und dieser Sache. Was ist denn hier der Tipp des Tarots an dich? Okay. Ja, du sollst dir einfach darüber klar werden, ob du das möchtest, ob das dir gut tut, ob diese Situation, ob dieser Mensch dir gut tut. Du sollst aufhören, dir ständig Gedanken zu machen, sondern endlich eine Entscheidung treffen. Und zwar für die Liebe zu dir. Und ich habe das Gefühl, dass es dir hier so ein bisschen an, ja, Klarheit und Einsicht noch fehlt, aber dieser Moment der Einsicht wird kommen. Momentan nehme ich hier wahr, dass du dir unfassbar viele Gedanken machst, Sorgen machst. Du versuchst immer noch zu investieren. Das darfst du hier mit dem Ratschlag des Tarots unterlassen und dich auf dich fokussieren und in die Selbstliebe gehen. Und womit darfst du hier rechnen? Solltest du hier auf einen Mann schauen, der in einer Partnerschaft lebt, der verpartnert ist, möglicherweise verheiratet ist, besteht hier die Möglichkeit, dass du mit diesem Mann eine Affäre hattest, dann besteht hier die Tendenz, dass dies beendet wird. Vielleicht auch, weil du etwas forderst, eine Entscheidung. Und ansonsten nehme ich hier wahr, dass dieser Mann momentan nicht dazu bereit ist, großartige Entscheidungen zu treffen, großartige Sachen aus seinem Leben zu streichen, um voranzukommen. Was ist denn eure verbindende Energie? Ja, hier ist eine Kurskorrektur nötig. Hier ist ein Richtungswechsel nötig. Das wisst ihr beide. Man kommt hier nur ans Ziel, wenn man andere Wege einschlägt. Wenn man das Ufer verlässt und ein neues Ufer ansteuert, mit neuen Verhaltensweisen, mit neuen Herangehensweisen, mit neuen Emotionen, mit vielleicht auch einer neuen Gestaltung der Verbindung. Das wisst ihr beide. Und die trennende Energie ist, schaut her, wie die Herrscherin. Vielleicht ist dieser Mann tatsächlich verheiratet und hier steht eine Frau zwischen euch, die es nicht zulässt, dass diese Liebe gelebt wird. Die nicht zulässt, dass hier Verbindung stattfindet. Die Fortschritt nicht zulässt und hier komme ich auf den Tipp des Tarot zurück. Du darfst dich hier bitte für dich entscheiden und
von Investitionen erstmal absehen. Wenn dieser Mann möchte, wird er kommen. Pferde sind gespannt, aber momentan nehme ich hier keinerlei Bewegung wahr, sondern eher ja, eine Art Zwiespaltigkeit und Stagnation, Unsicherheit. Hier weiß jemand nicht, was er möchte, beziehungsweise möchte man hier nichts verändern an der Situation, so wie sie gerade ist. Ihr lieben Fische, das war eure Legung. Ich bin gespannt, wer hier in Resonanz geht. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like oder einen Kommentar, über ein Abo meines Kanals. Und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und lasst es euch gut gehen.